Hey ho, Freunde von Fettspielen und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies Adventure. Ich bin der Micha und führe euch heute wieder diese Sprachfehler durch diese tolle Fehl. Ach, jetzt ist aber gut, durch diese tolle Folge. Meine Güte. So, und ich habe hier mal einen Freund gefunden. Ja, auch ich habe Freunde. Und hier ist irgendwas, der hat mir was geschickt. Schauen wir doch einfach mal. Acceptance. Ah, ist schön, dass das immer wieder aus dem Vollbild rausgeht dann. Dann mache ich hier auch noch kurz Accept und Send. Und was passiert, wenn ich jetzt auf Help Out drücke? Natürlich, was frage ich eigentlich? Ah. So, Play. So. Was können wir denn hier jetzt machen? Wir können erstmal ganz viel abholen. Geld! Ah ja, das war ja eine Aufgabe. Na gut. Dann hier auch noch Geld. Was ist seine neue Aufgabe? Bist du sicher, dass du Pflanzen wachsen lassen kannst? Ah nee, sicher. Du kannst Pflanzen wachsen und lassen und Zombies bekämpfen. Aber du kannst auch raus und reinzoomen und Fullscreen machen. Da weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Enter Fullscreen sollten wir schon haben, oder? Haben wir nicht. Das heißt, ich werde einmal kurz aus dem Fullscreen raus und wieder reingehen. So, dann bin ich auch schon wieder. Das haben wir erfüllt. Zoom in. Wie mache ich denn Zoom in? Zoomen. Zeig's mir mal. Ach. Gut, haben wir das auch erfertigt? Erfertigt, erfüllt. Das ist das, was wir wollen. Du Zombies love chewing. Also die Zombies mögen es, an Walnüssen rumzukauen. Ich weiß aber nicht, wie die Walnuss sich dabei fühlt. Pflanze 5 Walnüsse. Ja, das habe ich schon. Wie ihr seht, habe ich hier unten schon ein paar Walnüsse. Die werde ich auch mal kurz umsetzen. Die musste ich bauen. Es tut mir leid, dass ich euch das nicht zeigen konnte. Aber hier haben mich ständig Zombies angegriffen und ich musste mir irgendeine Verteidigung überlegen. Tut mir leid. So. Nein. Ich wollte dich da einsetzen. Na also. Wie weit kannst du schießen? Nicht ganz. Dann kommst du dahin. So. Das passt. So. Jetzt werden wir unser Haus reparieren. Deine Verteidigungen waren gut. Bleiben bei der Taktik. Wir bekommen davon lecker Brains. Okay. So, was kann ich denn jetzt machen hier? Ach ja, ich kann dem Freund hier auch noch Zombies zurückschicken. Schauen wir uns das doch mal an. Send Zombies kann ich machen. Aber der hat überall schon sehr gute Verteidigung. Er ist auch schon ein bisschen höher als ich. Was kann ich hier denn schicken? Oh, ist aber teuer. Er schickt mir mal hier so einen Conehead-Zombie. Schicken wir den mal Richtung. Boah, ja, in welche Richtung schicken wir den denn? Schwierig. Sehr schwierig. Schicken wir ihn einfach mal in die Richtung. Schauen wir mal, was passiert. Der Zombie kommt und ist tot. Gut. Lohnt sich. Ja, unsere Zombies sind da, glaube ich, noch ein ganz kleines bisschen zu schwach für. Ja, gut, ich bin auch noch nicht so hoch. Ich klicke mal hier auf Flee, dann müssen wir uns das ja nicht weiter angucken. Und dann gehe ich mal wieder in meinen Garten. Hallo. So, was kann ich denn hier noch machen? Da kann ich mir noch was abholen. Ein Rasenmäher. Oh gut. Das ist okay. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder mit dem Roadtrip ein bisschen rumfahren, ne? Schauen wir doch mal. Gucken wir uns das mal an. So, dann fangen wir mal hier mit der ersten Mission an. Oder haben wir schon ein paar Walnüsse? Aber da kommen auch wieder neue Gegner. Nehmen wir halt. Ah, das sollte reichen. Wir haben ja schon Walnüsse dazu stehen. Und brauchen wir nicht. Ready, set, go! So, erstmal eine Sonnenblume. Dankeschön. Und dann sowas. Give me more Sonnenblumen. Brains. Das ist nicht so gut. Ich brauche noch ein Sonnenlicht, bitte.
brauche ich zwei. Verdammt, das war nicht geplant. Na also. Den stelle ich aber dahin. Ach, dann werden sie einfach größer. Gut. Ich habe gedacht, dann repariert man die vielleicht, aber scheinbar ist dem nicht so. Schade. Und noch eine Sonnenblume. Ich habe hier ein bisschen vorgearbeitet mit den Sonnenblumen. Ich brauche noch einmal Licht. Dankeschön. Nicht, dass die jetzt schon durchkommen hier durch die Walnuss. Wäre ja fatal. So, und dahin. Tja, Sonnenlicht geht leider gerade nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Also, Final Rave aber jetzt schon. Puh, das wird ein bisschen harsch, glaube ich. Setzen wir mal einen davon. Der kann ja über sehr große Entfernung schießen. So, und das sollte passen. Oh. Stimmt, ich habe die neuen Zombies vergessen. Ich hoffe... Also. Da ist er doch schon halb tot. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, könnte auch langsam ganz sterben. Und? Na komm, fall schon um. Na also, Plants gone wild, die Pflanzen wurden wild. Tja, so ist das. Bei mir hier. You win. Na also. Nur die zwei Walnüsse wurden nicht umgewandelt in Geld. Schade. So, dann gleich mal zur dritten Mission. Ja, kann nicht schaden. Protect your RV. Da bin ich bei. Da sind wir dabei. Na los, starte. Das ist aber uncool hier. Was müsst ihr da jetzt mit mir machen? Dankeschön. So, erstmal da eine Walnuss hin. Zack und zack und eine zweite Sonnenblume bauen. So, jetzt spare ich auf 125, damit ich einen so einen weitschießenden bauen kann. Dankeschön. Zweimal noch Sonnenlicht. Gimme. Dankeschön. So, es passt. Der kann über die ganze Karte schießen. Da beschwere ich mich nicht. So, dann kann ich nämlich auch noch eine Sonnenblume bauen. Zack. Und dann baue ich direkt vor die Sonnenblumen eine Walnuss. Das sollte doch passen. Jetzt baue ich mir noch ein oder zwei von denen. Da baue ich noch einen hin. Und dann stimmt das schon. Du bleibst erstmal da hinten stehen. So. Naja, die machen auch guten Schaden. Also, da kann ich mich nicht beschweren. Da kommt noch eine hin. Obwohl die nicht so gut steht, wenn ich ehrlich bin. Ich bräuchte eher noch eine von der weitschießenden Sorte. Dann baue ich dann noch eine. Zack. Ja, das passt. Jetzt fallen die kleinen Zombies sofort um. Da kann ich mich, wie gesagt, nicht beschweren. Und wenn ich der einen... Hui. Na, dann haben die aber Reichweite hier. Und ich denke mal, das sollte so passen, wie das jetzt ist. Die sollten nicht so weit kommen. Oh.
ich glaube, ich baue doch noch einen. Ich habe von denen ja auch ein bisschen übrig. So. Hat er schon keine, ja, keine Rüstung mehr, würde ich sagen. Und fehlen nur noch zwei Zombies. Oh Gott, nein. Eine Pflanze wurde von Zombies gefressen. Also hier die Walnuss, aber ist auch egal. Die Zombies sind mich tot. Da versteckt sich einer im Gras. Kann ich den anklicken? Nee. Na dann nehme ich mir mein Geld. Und awesome. Ich bin awesome. Level 3. Na denn. Level 3 halt. Protect this, protect your RV. Oh, jetzt müssen wir schon zwei Sachen verteidigen hier. Na gut. Dann fügen wir wieder alle Pflanzen hinzu. Und die fügen wir auch noch hinzu, man weiß ja nie. Und los geht's. Ich glaube, ich werde nur die Weitschießenden bauen. Das erscheint mir am intelligentesten, wenn ich ehrlich bin. More money. Jetzt kommt noch eine Walnuss dahin, dann haben wir schon mal zwei Wege abgesichert. Auf die andere Ecke kommt auch noch eine Walnuss. Aber erst nachdem ich noch eine weitschießende Pflanze gebaut habe. Los, einmal noch Sonnenlicht. Dankeschön. Ja, da. So, und noch eine Sonnenlichtpflanze. Drei Stück reichen normalerweise. Los, eine Walnuss würde ich gerne schnell noch bauen, bevor der bei meinen Pflanzen ankommt. Dankeschön. Einmal noch Sonnenlicht. Gebt mir. Na also, zack. Jetzt können die sich hier austoben. Oh, es wird aber doch ganz schön eng jetzt langsam. Wenn die nicht anfangen, jetzt die Zombies hier zu killen. Na also. Ja, Brains, ich weiß. So. Ich glaube, das sollte erstmal passen. Final Rave. Ja, das sieht doch gut aus. Muss nur auf meine Erdnüsse aufpassen, dass die nicht umfallen. Bin mir nicht sicher, ob ich die fünfte noch bauen soll. Aber ich glaube, ich brauche das nicht. Zack. Bevor der da ist, hat er schon seine Rüstung weg, wahrscheinlich. Ja? Ja. Und da ist er auch schon kaputt. Zack, der auch. Ja, es läuft. Komm, bauen wir hier noch einen P-Shooter hin. Der kann dann durchgängig schießen auf die da unten. So, das sollte passen. Ja, das passt. Wirklich gut. Kompostiert haben wir sie, die Gegner. Haha. Kompostiert. So, jetzt sollen wir irgendeine Pflanze kriegen. Schauen wir doch mal. Hä? Ja, ich bin fertig. Können wir weitermachen? Dankeschön. So. Was bist du denn? Du siehst sehr komisch aus. Drei freie Bienenshooter. Okay. Na gut. Werde ich nochmal bei meinem Home gucken. Und noch ein paar neue Pflanzen einbauen. Anbauen meine ich natürlich. Dann nehme ich die hier, weil die gefallen mir in letzter Zeit echt gut. So. Ja, dann können wir uns von unserem Haupthaus auch noch Geld abholen. Ist auch schön. Und das war's dann schon. Mehr können wir gerade nicht tun. Na gut. Ich werde noch ein paar Pflanzen bauen.
Das werde ich noch tun. Wo mache ich das denn? Na, also hier. Zack. Welche, die weit schießen können. Dahin ein. Dann. Da noch zwei. Zack. So, und jetzt sollte unser Grundstück doch erstmal wieder sehr gut abgesichert sein. Wie weit könnt ihr denn schießen? Ja, das passt. Obwohl dich, glaube ich, werde ich dann noch... Da, wo setze ich dich denn hin am dümmsten? Ja, ich setze dich... Na gut, kann ich dich auch da sitzen lassen. Gut, dann bleibst du da. Ist auch nicht schlimm. Na gut, dann haben wir ja heute wieder viel geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Fettspielen und Plants vs. Zombies Adventure. Adios.